Willkommen auf dem Pyro Live Server. Wir wünschen dir eine angenehme Spielzeit. Guten Tag. Hallo. Mein Name ist Pete. Hi, Pete. Creepy Pete. Hi, Creepy Pete. Benehmen Sie sich, öffnen Sie nicht die Türen. Bitte? Ich sagte, öffnen Sie nicht diese Türen. Sie dürfen sich nicht nach draußen begeben. Haben wir Ihnen die Erlaubnis gegeben? Nein. Sie sollten wissen, dass hier ein anderer Wind herrscht. Häftling 1-3. 1-3? Warum 1-3? Sie sind der erste Häftling in Zelle 3. Ach so. Jetzt gehen Sie zurück in die Zelle. In der Zelle? Nein, ich will Deutsch sein. Nein. Oh, gucken Sie mal, die Security. Oh, das sieht schön aus. Ich habe meine Beine gebrochen. Haben Sie verdient. Ich sehe wirklich vielleicht zwischen die Augen, Mann. Was los? Ich dachte, Sie sind Pretty Pete. Ja, und wir zwei gehen jetzt schön unter die Dusche, mein Freund. Oh, nein. Das ist das Schlimme. Ich dachte, es gibt zwei von unserer Sorte. Dann sieht so, das ist nicht witzig, okay? Ich habe mir das echt gelernt. Darf ich mich bücken endlich? Achso, dann machen Sie das halt. Nur und viel schlimmere Sachen. Kann mir jemand mal diesen Herren hier abnehmen? Aber natürlich, mein Bruder. Langsam komme ich gefallen hier. Direkt alle Mann hier. Hallo! Ja. Mein Freund. Oh, nö. Das ist hier. Schieß im Gesicht. Mach. Kein Problem. Kein Problem. Ich brauche nicht zu schießen. Nur wenn du flüchtest, erschieße ich dich. Ja, mach im Gesicht. Mach im Gesicht. Natürlich erschieße ich dich. Du machst ja eh nicht. Wenn du flüchtest, erschieße ich dich. Mach keine Eier. Die Regeln hier auf dem Gefängnis. Du hast keine Eier, mach ich eh nicht. Absolut. Ja. Versuch doch zu flüchten. Ach, dann mach mich los. Kollege, ich bin noch nicht fertig. Du hast keine Eier. Der Einzige, der gleich keine Eier hat, bist du. Mensch, ich werde schon mal das für die Messer schneiden, schleifen. Lass mich doch. Da-da-da-da-da-da. Oh, schönes Messerchen. Da-da-da-da-da-da-da. Endlich! Da-da-da-da-da-da-da. Auf zu lachen nach vorne! Es geht 1-4, entschuldigen Sie, ich muss an Ihnen das Messer probieren. Ich hoffe, das tut Ihnen nicht weh. Haben die falsche Nummer gewählt, Herr Kollege. Ja, ah, das hört sich doch gut an. Ja, das ist doch schön. Ja, so. Kollegen, Zelle 4 bitte aufräumen. So, mein Freund, hast du mich bereits vermischt. Und wie? Vor allem, wenn du dich spürst, hab ich von hinten vermischt. Bin ich in diesem Ton mit mir? Doch, klar. Warum? Das machen wir nicht. Mach das jetzt ganz einfach. Nein. Ich habe gehört, du willst Eunuch werden, oder bist du schon Eunuch? Ja, Johnny hat dich auch gerade umgedreht. Haben Sie mal ganz kurz Zeit. Klar. Das war Johnny. So, ganz klar. Einmal, das wird ganz kurz pieksen. Ja, klar, auf mich bitte. So. Und noch einmal das andere Ei. Wie, hast du schon was gemacht? So. Ja, ich weiß, Sie sind relativ gefühlstot. Ich weiß das. Es liegt daran, dass in Ihrem Hirn sich ein zu großes Vakuum gebildet hat. Wenn Sie möchten, kann ich es auch rauslassen. Johnny zu nennen. Was sagst du, Johnny? Ich kann ich lasse das Vakuum aus Ihrem Kopf raus, ja? War das okay für Sie? Versuch. Alles klar, dann machen wir das einmal schnell. Wir lassen mal das Vakuum raus. Okay, verstanden. Ah, da ist das Vakuum. Nee, da steckt noch ein bisschen drin. Warte, ich muss noch auf der anderen Seite auch noch einmal. Da. Da. Achtung. Jetzt. So. Sehen Sie mal, da ist das Vakuum wieder drauf. Geht's Ihnen schon besser?
Ich weiß nicht, was die haben, aber Johnny hat sie immer noch nicht geduckt. Was redet dieser Mann? Ich habe keine Ahnung. Offenbar ein Haufen Bullshit. Es achtet auch schon jemand nach draußen, dass hier nicht irgendwelche Leute einfach reinfahren, oder? Ja, ja, zwei Personen, diese werden aber reingelassen. Also, ist das hier alle rumstehen? So. Gucken mit Wasserpistolen. Ja, natürlich, natürlich, Wasserpistolen, alles klar. Genau so wie Johnny. So, die Kollegen einmal ja, die Ohren zu halten. So, damit sollte auch der letzte Kalk aus diesem Hirn raus sein. Ja. Johnny, was ist mit Ihnen? Wer ist Johnny? Was vertrieben Sie da? Johnny, sagen Sie mal, was ist mit Ihrem Kollegen? Nichts, der ist immer so. Aber ich habe das Gefühl, dem kann man nicht mehr helfen. Ich glaube, da hilft nur noch die Notschlachtung. Mhm. Aber laut Gesetz können wir das nur tun, wenn er versucht zu flüchten. Hm. Ich kann nicht mehr. Ich bin nur noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten. Natürlich, natürlich. Hallo, ich war auch rein. Es sei denn, sie flüchten. Psst, so. Psst, hier drin ist Kino. Psst. Da, 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 ja, gehen Sie rein. Johnny. Da, da, da. Oh. Achtung, mal bitte. Das ist ein Glas. Oh, das tut mir aber leid. Oh, Entschuldigung. Ups. So. Das tut mir jetzt aber sehr leid. Die Herren, die hier die zu Besuch da sind, bitte mal ein bisschen so, zurück. Sie müssen mir doch einen ganz richtig kleinen Gefallen tun. Riechen Sie doch mal bitte hier in der Toilette ganz tief. So ist das schön, richtig schön einatmen. Den Kopf ruhig ganz tief. Wo ist das fein? Ich mache niemals raus! Ja, ja, das ist schön, dass ihr den Kopf nicht rausnehmt. Ihr seid ein sehr braver. Jetzt kommt doch die Nachspülung. Ja. Ich kann nicht mehr, Alter! Schon besser? Ey, der kriegt von mir den Oscar! Ja. Oh, der hatte eine Angst. Ich glaube, er ist gestorben. Operation erfolgreich, Patient. So, heute Abend gibt es Burger zum Essen. Ich werde mal ein bisschen mit ein paar Rippen. Das haben wir ja mal super gemacht. Ja, ja, heute wird es Rippen geben. Ich werde einmal ganz kurz. So, kommt er denn wieder hierher? Einfach gestorben. Ich bleibe mal erstmal hier, Gefangener 1-3. Ist das eigentlich Ihre Axt? Oh, herrlich. Ich kann man nicht mehr aufheben, das ist Thors Akt sozusagen. Sie sind immer noch Gefangener. Gucken Sie mal auf Ihre Uhrzeit. Sie sind frühzeitig gestorben. Das heißt, Sie sind immer noch gefangen. Nee. Natürlich. Und mir steht er immer noch. Jetzt steht da nur noch eins. Bleiben Sie in der Zelle, wenn wir Ihnen das sagen. Oh, warten Sie, da liegt meine 110.000 rum. Ja, dann brauchen Sie nicht in dieser Dollar. Zelle sein. Keiner hat da was gefunden. Das tut mir aber leid. Ich werde Sie jetzt mal hier zu Ihrem neuen Zellenkollegen reinsetzen. Warte mal. Warte hier. Ja? Oh. Sie müssen nicht so spucken, dann ist alles gut. Ich schreibe nicht. Ja? Ich hole Sie dann mal wieder raus. Ich kann nicht mehr. Ihr seid fest drin, das ist mir leid. Das tut auch weh. Was die Haufte wirft ab und an mit Kackkrabben. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht für Sie. Hallo. Ja. Wie geht's euch? Ja, Sie haben hier Besuch. Ja. Oh, Mein Freund, ein guter Freund. Das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich freue mich schon, die Jagdsaison ist eröffnet. Frischfleisch. Wo ist das Frischfleisch? Fluchtversuch. Manni, wie geht's dir? Fluchtversuch. Wo ist er denn? Wissen Sie noch, was passiert, wenn Sie flüchten, was wir da gesagt haben? Jawohl! Oh, das ist unfair. Fluchtversuch. Ganz alle gesehen. Möchte jemand ein kleines Auge in Äpfelchen haben? So, das andere Auge. Für etwas Fingerfood. Ey, der kriegt von mir den
Oscar verliehen. Oh, herrlich. Wer ist das denn hier? Im Rucksack. Wer sind Sie denn? Ich. Ja, achso, du bist. Ja, alles klar. Weil du Herr McLean, Sie dürfen übernehmen. Ich dachte, Herr McLean, warte. Echt? Lass mich ja direkt wieder schießen. Das gibt's nicht. Wenn Sie auch hier versuchen zu flüchten, gehen Sie jetzt zurück in Ihre Zelle. Ich will doch gar nicht flüchten, ich will experimentieren, wo was ist. Oh, Sie wollen experimentieren? Da habe ich genau die richtigen Sachen. Ich habe da etwas, ich nenne das den Jackhammer. Es ist etwas für Ihren Hintern. Bleiben Sie. Das musst du einmal ganz kurz in Ihren Hintern rein. Nur ganz, ganz kurz. Müssen Sie sich aber erst aus Ihrem rausziehen. Hört sich aber ganz stumpf an. Oh, der ist schon ausgeleiert hier, der Hintern. Das kennen Sie. Naja. Ich gucke mal, die haben Photoshop offen gelassen. Wenn der Herr Nordstein bei mir ist. Immer noch Gefangener in diesem Gefängnis? Gib mir jetzt, Was? Nehmen Sie sich auch so. Warum nimmst du... Hallo? Mach ich mal. Herr Nordstein. Ja? Ja, ich wollte mich beschweren hier. Ja. Wegen dem Kollegen, der wegläuft. Wir haben hier drin nichts zu suchen. Der hat uns vorhin... Wir gehen mal raus, wir gehen mal raus kurz. Ja, ich würde ja gerne rausgehen. Was klopfen mich hier eigentlich alle an? Herr McLean, die machen mir Angst. Der kriegt von mir nicht. Ich verstehe gar nicht, warum. Gehen Sie mal. Weißt du, ob man jetzt gewiss an dem Gefängnisgelände? Das hier ist kein. Ey, das. Die gehören mir hier. Die ganze Aktion mache ich hier zum Highlight. Oh, Highlight ever. Ich glaube, er ist gestorben. Tanzen verboten. Und das war für das schon. Tanzen verboten. Alter! Was geht hier ab? Ich glaube, das halbe Ding machen muss ich hier zum Highlight machen. Oh, herrlich! Ich habe keinen Bock mehr, da kommt nicht wieder. Ich habe schon 20 Minuten. Oh, herrlich! Hilf mir doch. Wir zünden den einfach mal an. Hier gibt es gar nichts zu sehen. Oh, Hilfe! Ruf die Feuerwehr! Warum tötet der? Moment, wenn der nicht brennt, wen haben wir denn da gerade angezündet? Ist das geil! Gefangene 1-4, geht's Ihnen gut? Ja. Oh, das ist er. Ey, der ist so genial. Kann nicht mehr. Hören Sie die Geräusche aus der Zelle dort? Wie geht's Ihnen da drin? Besser wie Farm hier. Muss ich gleich weinen? Prost. Prost! Oh, ich geh mal rein zum Trösten. Oh, der tut mir da. Oh mein Gott! Nein, das ist doch. Ich bin schon da. Oh, Michael! Nur der Friedrich geht. Schau! Da ist er ja wieder! Ja. Oh, herrlich! Da! Das muss ich den Philly erstmal morgen sagen.